Die zukünftigen Mamas ruhen sich auf der Station aus. Ah, wie geht es meiner Geliebten? Branch, beruhige dich. Alles wird wieder gut. Wer versteckt sich in der LOL Surprise Kugel? Ein kleiner Troll. Wir brauchen etwas Modelliermasse. Forme ein kleines Gesicht. Zeichne die Augen. Nimm etwas Zuckerwatte. Schneide die Enden ab. Das sind Flicken und Blätter. Diesem Kleinen wird es in einer so großen Familie nicht langweilig werden. Oh mein Bauchi! Branch! Hey! Ist es schon soweit? Lass uns versuchen aufzustehen, Schatz. Es klappt nicht. Wie kommen wir ins Krankenhaus? Aha. Ich werde dich zusammen mit dem Haus tragen. Uff, ist das schwer. Wir sind angekommen. Ich bin ja da, Schatz. Nur Mama sollte auf der Station bleiben. Okay. Let's go. Ich bin so nervös. Und hier ist das kleine Wunder. Noch eins und noch eins. Glückwunsch, Papa. Du hast jetzt eine große Familie. Wow. Oh, ist es das, was auf mich wartet? Peach! Hey! Nehmen wir einen Plastikdeckel. Baue einen Rahmen. Bedecke den Rohling mit Gold. Klebe ein Display auf. Der 3D-Drucker ist bereit. Du kannst alles drucken. Ich will essen! Ups, ich habe zu viel gegessen. Geht's dir gut, Schatz? Mein Bauch tut weh. Du brauchst Hilfe. Hallo, Doktor? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin auf dem Weg. Okay. Für solche Zwecke gibt es einen persönlichen Hubschrauber. Was ist passiert? Frau Doktor, meine Geliebte hat Bauchschmerzen. Wir machen einen Ultraschall. Du bekommst ein Baby. Können wir ein Foto machen? Wir drucken es mit dem 3D-Drucker aus. Mama und Papa warten schon auf dich. Nehmen wir glitzerndes Schaumpapier. Zeichne das Muster. Klebe die Tasche zusammen. Füge einen Henkel hinzu. Ein Tiffany-Logo. Bereite das Wesentliche vor. Das ist eine Luxustasche für die Entbindungsstation. Lass uns Elsa besuchen. Was für ein schöner Morgen. Oh, es ist der Tag, um ins Krankenhaus zu gehen. Jack, jetzt schon? Alles nach Plan. So bald. Aber was ist mit... Ah, wir können gehen. Was ist mit den Sachen? Ich habe schon alles eingepackt. Tücher, Schnuller? Ist alles an seinem Platz? Voll vorbereitet. Dann lass uns gehen. Ein Schlitten der VIP-Klasse wartet auf Elsa. Ab ins Krankenhaus. Entferne die Kappe. Biege eine Schlaufe. Befestige die Griffe. Suche in der Tonne nach einem Deckel. Klebe die Teile zusammen. Ändere die Farbe. Nimm einen Strohhalm. Stecke ihn in den Topf. Bringe Flaschentüllen an. Ein Topf zum Füttern armer Kinder. Mama kocht das Mittagessen für die Kleinen. Wer ist hungrig? Wir werden alle satt machen. Was ist mit uns? Du bist dran. Ich will auch was. So viele Kinder. Ich bin ganz verwirrt. Brauchst du Hilfe, mein Schatz? Ich baue ein Wundergerät auf. Was hast du dir einfallen lassen? Das wird ein bisschen Arbeit. Poppy, gieß die Milch ein. Jetzt können die Kleinen alle gleichzeitig essen. Brent, du bist so clever. Die Kinder sind satt und die Eltern sind glücklich. Ein Sparschwein. Löse das Rätsel.
Wir brauchen einen Grundriss. Nimm Schaumpapier. Bedecke die Wände. Lege Geldtaschentücher ein. Alles für das gigareiche Baby. Die glücklichen Eltern kehren nach Hause zurück. Was ist das für ein Geruch? Ich bin's nicht. Vielleicht die Kleine? Ein Butler. Zeit für einen Windelwechsel. Zu deinen Diensten, Prinzessin. Dann nimm ein Taschentuch. Die sind uns ausgegangen. Womit kann ich sie ersetzen? Beeilt euch. Warum dauert das so lange? Was ist zu tun? Oh, Lolly Dollars. Wechsle die Windel. Jetzt duftet es nicht nur nach Frische, sondern auch nach Luxus. Lalilu-Magie. Wähle etwas Glitzer. Nimm einen Strohhalm. Bringe die Aufsätze an. Befestige die Griffe. Ein paar Schaukelpferde werden die Kinder begeistern. Elsa bringt die Kinder in den Stall. Pferde. Sie wollen trinken. Ich bringe etwas Wasser. Die Mutter wendet sich ab und die Kinder sind schon unterwegs. Nein, nein, ihr seid zu klein. Wir wollen spielen. Ich habe eine Idee. Spring auf. Schaukelpferde. Die kleinen Reiterinnen und Reiter sind begeistert. Nimm einen Würfel. Schneide die Schablonen aus. Klebe die Schlinge. Füge Riemen hinzu. Nimm einen Plastikring. Füge Flicken hinzu. Ein Känguru-Tragetuch für 5 Babys. Das macht es für die Mutter einfacher. Poppy und ihre Babys kamen auf den Markt. Wir müssen Lebensmittel einkaufen. Wir helfen dir. Frisches Gemüse. Genau das, was ich brauche. Die kleinen Racker können nicht stillsitzen. Meine Waren. Was ist hier los? Kommt alle zu mir. Mama packt alle kleinen Zappelfilippe ins Tragetuch. Komm her. Letzter. Das 5-sitzige Tragetuch hilft Mama, die Treubabys zu managen. Nehmen wir eine Seifenschale. Schneide den Deckel ab. Bedecke ihn mit Gold. Bringe geschmiedete Beine an. Reibe die Seife. Mische sie gründlich. Schau dir den Schaum an. Es ist eine goldene Badewanne für unseren pelzigen Freund. Willkommen auf dem Spielplatz. So viel zu tun. Zu den Schaukeln. Und jetzt zum Trockenbecken. Was kommt als nächstes? Wer ist das? Schau, ein Welpe. So süß. Zeigen wir ihn Mama. Was für ein Wunder. Aber er ist zu schmutzig. Hallo, Olaf. Wir brauchen eine Badewanne. Lass uns eine Wasseraufbereitung machen. Danke, mein Freund. Lasst uns an die Arbeit gehen. Das Schaumbad wirkt wahre Wunder. Die Kinder haben jetzt ein schneeweißes Haustier. Einhorn! Lass uns den Inhalt auskippen. Wirf einen Blick in den Safe. Fülle die Form. Wickle es in glänzende Fransen ein. Klebe ein Auge auf. Eine Überraschung wartet auf die Kinder. Die gigareiche Familie schmeißt eine Party. Hi. Juhu, Spaß. Komm, wir gehen spielen. Sind wir zu spät dran? Gerade noch rechtzeitig. Mädels, ich habe euch so sehr vermisst. Ich werde höher springen. Nein, ich. Kinder, wir haben eine Überraschung für euch. Was ist das? Eine Pinata. Jeder wird die Chance haben, den Jackpot zu knacken. Ich mache zuerst. Nein, ich. Das Geld regnet runter. Wow, sieh dir das mal an.
Das wird sich später als nützlich erweisen. Anna ist zu Besuch bei Lalilu. Fangen wir mit dem blauen Oberteil an. Es hat eine Menge Löcher. Oh. Mache einen Satinrock. Und er hat auch eine Menge Löcher. Zieh ihr ein schwarzes Korsett an. Ist Anna schwanger? Lasst uns Sommersprossen malen. Oh, wow. Der Umhang ist verschmutzt. Die Ährchen haben sich in den Haaren verfangen. Die arme Anna trägt die Sachen schon seit Jahren. Das Mädchen lebt sehr bescheiden. Aha. Der Morgen ist gekommen. Ich muss etwas Wasser holen. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Christoph! Hey! Schatz, fühlst du dich unwohl? Oh? Mein Bauch tut weh. Au. Das Baby will geboren werden. Ich habe einen Wagen. Du musst einen Arzt aufsuchen. Mhm. Oh nein, ein Rad ist abgefallen. Ich werde dich auf meinen Armen tragen. Frau Doktor, helfen Sie mir. Meine Frau steht kurz vor der Entbindung. Setzen Sie sie in einen Rollstuhl. Okay. Alles wird wieder gut. Und hier ist Anna mit ihrem Sohn. Oh, mein Baby. Ich bin so glücklich. Wachse gesund und glücklich auf. Das ist eine Plastikschüssel. Klebe den Serviettenspender zusammen. Mache einen Schaumpapierrahmen darum. Dekoriere ihn mit Strasssteinen. Fixiere das transparente Panel. Das ist eine Anzeige mit Kardiogramm. Mach ein Bein. Und bequeme Räder. Der luxuriöse Inkubator beeindruckt mit Luxus und Funktionalität. Elsa brachte auch einen Erben zur Welt. Aber in der Krankenstation für die Reichen? Ah, wo ist mein Baby? Keine Panik, meine Liebe, das Mädchen ist im Inkubator. Ah, mein Baby, komm zu mir. Ich kann dich nicht erreichen. Die Indikatoren haben sich wieder normalisiert. Was für eine Schönheit. Und absolut gesund. Nimm eine großzügige Belohnung. Du brauchst mir nicht zu danken, ich mache nur meinen Job. Nimm eine Plastikflasche. Lass sie rosten. Biege den Drahtständer. Lege die Badewanne auf die Halterung. Inklusive Waschlappen. Es sieht nicht sehr gut aus, aber zum Baden ist es okay. Das Kind weint. Was ist los, mein Sohn? Oh, das hilft nicht. Schatz, ich brauche Wäscheklammern. Oh. Ich habe eine Idee. Da liegt bestimmt etwas in der Müllhalde herum. Oh, ich habe ein Bad gefunden. Wir werden das Baby waschen. Reiben wir ihn mal ordentlich ab. Oh, das ist mal was anderes. Er riecht gut. Ein sauberes Baby bedeutet glückliche Eltern. Das ist eine Hemisphäre. Füge eine weiche Decke hinzu. Lasst uns einen Baldachin bauen. Dekoriere ihn mit Glitzerspitze. Das ist goldene Spitze. Anstelle von Rädern gibt es Kufen für Schnee. Lasst uns eine Dekoration hinzufügen. Das ist ein limitiertes Modell. Ein Schlittenkinderwagen. Zum ersten Mal im Verkauf. Lasst uns Elsas Familie besuchen. Hello. Das Wetter ist herrlich draußen. Zeit, einen Spaziergang zu machen. Sie hat eine ganze Reihe von Kinderwagen in allen Formen und Größen. Mit welchem soll ich spazieren gehen? Zu offen. So viele Möglichkeiten. Oh, ich weiß, was wir bei Schneewetter brauchen. Mach dich bereit für ein Abenteuer, Baby. Der Kinderwagen gleitet leicht durch den Schnee. Es ist eine tolle Aussicht. Bewundere die Landschaften von Arendelle. Es gehört alles uns.
Lasst uns die Bretter vorbereiten. Mache eine Holzkiste. Mache einen Hammer. Lass das Metall altern. Verstärke die Ecken. Das ist ein Hammer und ein Schraubenzieher. Und Nägel nur für den Fall. Ein Satz Werkzeuge hilft bei Reparaturen. Olaf kümmert sich um seinen Neffen. Die junge Mutter ruht sich aus. Plötzlich flogen die Fensterläden auf. Das Wetter ist schrecklich. Was machen wir jetzt? Still, Baby. Der Wind bläst alles im Haus weg. Wo ist mein Werkzeugkasten? Jetzt nageln wir das Fenster zu. Hier ist es. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr um das Wetter machen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Alles dank der Werkzeuge. Yes. Lasst uns Magie einsetzen. Mache Fächer aus extrudiertem Polystrol. Repariere die Details. Färbe es metallisch. Lasst uns Gänge einlegen. Repariere die Anzeige. Die Geldzählmaschine wird dir den genauen Betrag nennen. Zeit zum Aufräumen. Yay! Ich brauche ein VIP-Schönheitspaket. Okay. Natürlich, Frau Elsa. Monika wird sich um ihre Tochter kümmern. Setz dich hin und genieße. Die Profis machen sich an die Arbeit. Lasst uns die Haare richten. Ihr seid ein tolles Team. Wie viel muss ich zahlen? Hier ist die Endsumme. Olaf, bring mir mein Geld. Ein Wagen voller Geld. Wow, wie soll man die denn zählen? Diese Maschine wird sich um alles kümmern. Gib einfach die Scheine ein. Das Gerät macht die Arbeit sehr einfach. Lasst uns die Drahtschlange biegen. Flechte ein Netz. Füge eine Tabelle hinzu. Das ist ein massives Rad. Und ein Fußpedal. Hier ist die Maschine selbst. Füge ein Singer-Logo hinzu. Alles ist mit Moos bedeckt. In den richtigen Händen kann diese alte Nähmaschine immer noch ein Meisterwerk schaffen. Es gab nur einen Lali-Dollar von den Ersparnissen. Ich muss irgendwie Geld verdienen. Ich habe eine Idee. Lasst uns die Maschine aufstellen. Ein Eimer statt eines Stuhls reicht. Ein Stück Stoff reicht aus. Anna begann sich für das Nähen zu interessieren. Hurra, das Kleid ist fertig. Vielleicht gefällt ja jemandem mein Produkt. Ausverkauf! Sale! Kauf ein Outfit! Ein interessanter Stil. Ich nehm's. Ich trage es gerne. Mein erstes Geld. Die Schneiderin hat es geschafft, für den ganzen Kleiderschrank Kleider zu nähen. Es gibt mehr und mehr Geld. Jetzt wird unsere Familie nichts mehr brauchen. Skizziere die Silhouette der Schaufensterpuppe. Gehe über den Umriss. Verbinde die Hälften. Trainiere das Bein. Stelle es auf 4 Ständern auf. Das ist eine tolle Schaufensterpuppe zum Ausstellen von Kleidung. Annas Geschäft floriert. Ihre Kollektion ist voll mit neuen Modellen. Wo soll ich noch ein Kleid aufhängen? Alles ist schon vergeben. Und ohne eine Schaufensterpuppe wird es niemand sehen. Wir müssen ein neues bestellen. Hallo, Lieferservice? Ja, ich warte. Ihr Paket, Miss. Danke, behalten Sie den Rest. Hier ist mein Baby. Perfekt für dieses Kleid. Jetzt ist der Salon so schön wie eh und je. So viele Kunden. Alle wollen exklusive Looks. Annas Kleider sind ein großer Erfolg. Verwandle ein Quadrat aus Styropor in einen Kreis. Mache Löcher. Füge die Beleuchtung hinzu.
Nimm die Details zusammen. Stelle sie auf ein Bein. Reich oder arm? Der Pfeil wird entscheiden. Das Glücksrad nimmt Fahrt auf. Fühlst du dich glücklich? Wer ist bereit, es mit seinem Schicksal aufzunehmen? Olaf macht es schon wieder. Lasst es uns versuchen. Ich zuerst. Ich bin reich geworden. Glückwunsch. Behalte das Geld. Elsa, du bist dran. Okay, eine Runde. Oh nein, alles hat sich verändert. Mach dir keine Sorgen. Nimm einen Dollar. Ich werde mich auf den Weg machen, um einen Geschäftsplan zu erstellen. Ein neues Spiel hat begonnen. Warum drehe ich mich nicht? Der Pfeil fiel auf den Reichtum. Die Prinzessinnen entspannen sich in einem Café. Es ist leckerer Tee. Ihre Cocktails, meine Damen. Der Kellner begegnet Rapunzels Blick. Dein Kleid. Was ist das? Wer ist da im Gebüsch? Wo ist Sophia? Sie ist weg. Wir müssen sie finden. Let's go. Knete Fimo. Mache Pfoten. Arbeite am Körper. Es ist ein Kaninchenkopf und Ohren. Eine graue Fellfarbe. Und rosane Ohren. Zeichnen wir eine Schnauze. Bestreue sie mit Glitter. Das ist Baby Clover Platin. Sophia läuft zur Lichtung. Plötzlich bewegen sich die Büsche wieder. Hab ich dich. Oh, ein süßer Hase. Er ist weggelaufen. Wohin gehst du? Das Kaninchen lief in die Diamantenhöhle. Das Kaninchen ist wahrscheinlich hier. Wow, so viele Steine. Ist das dein Werk? Das Kaninchen hinterlässt Juwelen. Das bist eindeutig du. Wow, ein reiner Diamant. Ich kann jetzt alles kaufen, was ich will. Willkommen im Vergnügungspark. Vielleicht ist Sophia hier irgendwo. Das Glücksrad wird über dein Schicksal entscheiden. Versuch dein Glück. Kann ich versuchen, einfach zu drehen? Die Prinzessin hat ein reiches Leben. Es ist Zeit, sich einen richtigen Look zuzulegen. Lasst uns den goldenen Stoff vorbereiten. Zieh daran. Oh, ein flauschiger Rock. Danke, Mario. Umreiße die Schablone. Und nähe die Hälften zusammen. Das Oberteil unseres Kleides ist fertig. Nun machen wir die zweite Lage. Das sind kostbare Bänder. Schmücke das Outfit. Mach einen Saum. Funkelnde Ohrringe. Prinzessin Peach trägt ein teures Kleid. Wow, ich bin reich. Versuche es noch einmal. Okay, let's go. Es ist ein cooles Auto. Unbelievable. Ich habe noch Zeit fürs Rennen. Mario wartet am Start auf sie. Peach gewinnt wieder. Du bist so schnell. Was für ein toller Tag. Es ist ein Windrädchen. Schneide das Papier aus. Trage eine Schicht auf. Die Lochzange ist in Aktion. Drehe die Feder. Mach ein Notizbuch. Dekoriere es mit Aufklebern. Wie schön. Das ist ein Skizzenbuch. Rapunzel wartet auf Maleficent. Hi. Dein Model ist hier. Hello. Mach dich bereit zu posieren. Rapunzel malt ein Porträt von der Freundin. Erledigt, bewundere es. Wow, ist das schön. Wollen wir zusammen malen? Good. Yay. Lustige kleine Leute.
Hey Künstler, zeichnet mich. Oh. Psst, lass uns einen Scherz machen. Nice. Die Mädchen haben einen Comic gemacht. Your Deine Kopie. Du wagst es, mich zu verspotten? Das wird dir noch leid tun. Ich werde dich in einen Vogel verwandeln. Und du, Rapunzel, wirst arm werden. Mittellos. Oh, no. Wir haben nur Spaß gemacht. Ich verstehe diese Witze nicht. Nähe ein luxuriöses Kleid. Schneide es aus. Ziehe am Rock. Fertig. Das ist eine silberne Blume. Dekoriere die Blütenblätter. Besorge dir Diamanten. Verziere den Rock. Das ist eine unbeschreibliche Schönheit. Nähe das Oberteil des Kleides. Füge Strasssteine hinzu. Es ist ein erstaunliches, gigareiches Outfit. Sophia spaziert durch die Stadt. Wow. Was für ein wunderschönes Kleid. Ich will es haben. Hi. Ich bin verliebt. Es ist wie für mich gemacht. Sie haben einen guten Geschmack. Aber es ist, teuer. Kein Problem. Ich werde mit Diamanten bezahlen. What? Wow. Es gehört Ihnen, Miss. Ich ziehe mich sofort um. Okay. Ups, ich habe das Kleid vergessen. Hier. Thank you. Was denkst du? Hm? Erstaunlich. Behalte den Rest. Bye bye. Unbelievable. Sophia geht an den Mülltonnen vorbei. Der Hund folgt ihr. Armes Ding, du bist hungrig. Ich bringe dich ins Tierheim. Das ist Schaumpapier. Schneide den Streifen zu. Dekoriere die Krone. Was ist unter dem Hut? Stoff. Nähe den Einsatz. Vervollständige ihn. Drücke die Spitze. Das ist ein anmutiges Oberteil. Nimm Strasssteine. Diese Krone funkelt vor Luxus. Peach kam ins Restaurant. Ich will die besten Gerichte probieren. Was möchten Sie, Miss? Alles, was lecker ist. Die Prinzessin bekommt mehrere Gerichte. Viele leckere Sachen. Aber was ist das? Ist er auch hier? Hallo, Dad. Der tollpatschige Bowser hat ein Chaos angerichtet. Ups, das ist mir jetzt aber peinlich. Sorry. Armes Ding. Oh, es ist Prinzessin Peach. Oh, my goodness. Ich habe ein Geschenk. Eine neue Krone wird dir besser stehen. Danke. Sie ist wirklich schön. Was ist hier los? What? Peach hat zugestimmt, mit Bowser zu gehen. Das gibt's doch nicht. Nimm Styropor. Mach ein kleines Quadrat. Tauche es in die Farbe ein. Nimm die Kappe ab. Das ist eine Linse. Dekoriere sie mit Perlen. Nimm einen Strassstein als Blitzlicht. Rapunzel hat eine alte Polaroid-Kamera. Ein Schnappschuss, cool. Das Mädchen und der Mann gehen durch die Stadt. Schatz, es wird Zeit, dass du deine Kamera aufrüstest. Du hast recht, ich bin diese Polaroid leid. Hier ist eine neue, die ist viel besser. Yay! Thank you. Ich brauche die Polaroid-Kamera nicht mehr. Oh. Wird sie wegwerfen? Shoo. Lass uns in den Coffeeshop gehen. Wow. Die Polaroid-Kamera wird praktisch sein. Ich habe sie gefunden. Zeit, sie einzurichten. Wow, ein süßes Chamäleon. Kannst du bitte ein Foto von uns machen? Stimmt's, Pascal? Toll. Ich werde bezahlen. Danke. Das Paar will auch ein Foto. Wir lieben Chamäleons. Rapunzel in Aktion. Geschafft. Dein Bild. Die Prinzessin hat einen ganzen Hut voll Geld verdient. Schneide das Stroh ab. Nimm Ziploc-Beutel. Verwandle sie in Pakete. Füge Lebensmittel hinzu. Verziere sie mit Strasssteinen.
Beschrifte die Lebensmittelkonserven. Drucke die Tabelle aus und mache ein Paket. Das sind eine Menge Lebensmittel. Nimm ein leeres Gefäß. Füge Glanz hinzu. Das sind VIP-Tränken für Tiere. Genug, um eine Menge Tiere zu füttern. Sophia fährt ins Tierheim. Ich bin hier. Dieses Tierheim wird von Puss in Boots und Kitty Softpaws geführt. Wir haben kein Essen mehr. Die Tiere sind verärgert. Ich möchte diesen Hund bei dir lassen. Wirst du dich um ihn kümmern? Wir würden gerne, aber wir haben kein Essen mehr. Es gibt so viele hungrige Tiere. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Hallo Zoohandlung, bitte sofort eine Menge Elite-Futter. Der Hubschrauber ist angekommen. Eine Menge des besten Essens. Unsere Tiere sind gerettet. Danke, wir bringen das ins Tierheim. Die glücklichen Tiere begannen zu fressen. Sie sind so nett, Miss. Thank you. Hier ist mehr Geld für kleine Ausgaben. Wow. Träume ich? Die Freundlichkeit ist unbezahlbar. Danke nochmal. Ich wollte nur dem Tierheim helfen. Ein glücklicher Tag. Gib meinen Verdienst für Tiere aus. Okay. Bye. Aha. Ich muss sie entzaubern. Nimm gelbe Modelliermasse. Forme eine Schnecke. Schicke unsere Figur in den Ofen. Sie ist bereit. Bedecke es mit einer Vergoldung. Bestreue es mit Glitter. Das sind Goldschnecken, ein Wunder. Peach hat einen schlechten Morgen. Ich habe nicht genug geschlafen. Zeit, sich frisch zu machen. Ah, ein Albtraum. Habe ich gestern zu viele Süßigkeiten gegessen? Oh nein! Ich werde dich retten, schöne Prinzessin! Mario begibt sich auf eine lange Reise für magische Schnecken. Aha. Mama mia, ich bin zu weit weg von zu Hause. Wow. Was? Ein goldener Schleim. Schatz, lass die Schnecken in dein Gesicht krabbeln. Ist das gesund? Natürlich. Ich hoffe, es funktioniert. Die Akne ist weg. Danke, Mario. Mario ist für seine Geliebte zu allem bereit. Das sind Styroporbrocken. Schneide gleichmäßige Kreise aus. Das sind Tortenbilden. Bedecke sie mit Acryl. Nimm einen Draht. Verdrehe den Rahmen. Befestige ihn am Werkstück. Verstecke diesen Draht unter den Blumen. Dekoriere ihn mit einer Prinzessinnenfigur. Es ist ein traumhafter Genuss für Naschkatzen. Sophia schmeißt eine Party. Alle Gäste sind da. Yay! Geschenke. Es ist von mir. Wow. Danke. Für dich. Cool. Wow, eine schwere Truhe. Für einen Freund tue ich alles. Was hat Rapunzel mitgebracht? Mein Geschenk wird dich beeindrucken. Schau. Wow. Es ist Zeit, mich zu korrigieren. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Okay. Ich werde alles zurückbringen. Hurra, Rapunzel ist wieder ganz die Alte. Geh zur Seite, wir bringen den Kuchen rein. Oh nein, unser süßer Tisch. Das ist traurig. Beruhige dich. Ich habe einen Ersatz bestellt. Wow, alle lieben es. Glaubst du, die Gäste werden sich trauen, diese Schönheit zu essen?